Moin Moin, liebe FC24-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Wir schauen heute rein in ein so wichtiges Thema, welches jetzt nach und nach immer mehr Fahrt aufnimmt. Ihr könnt es den Titel schon entnehmen. UFL startet am Wochenende zwischen den 7. und den 9. Juni eine Beta, die für uns alle zur Verfügung steht, wo wir Feedback geben können, wo wir das Spiel testen können und. Denn sie sind aktuell auf den finalen Metern und werden bald an den Start kommen. Welche Infos ich habe, was ihr alles wissen müsst, dazu gleich mehr. Plus, wir werden ebenfalls nochmal einen Blick auf die neuen Informationen zu FIFA 2K werfen. Dementsprechend abonniere gerne den Kanal, wenn du nichts mehr verpassen willst. Und lass gerne ein Like und einen Kommentar, um mich wissen zu lassen, was deine Meinung generell zu einer Open Beta ist. Ob du dir das bei FC24 bzw. 25 auch mal wieder wünschen würdest. Und einfach an, was du dir vom Spiel selber erwartest. Ganz, ganz wichtig, mach kurz die Musik aus. Wir hüpfen kurz in den kleinen Announcement-Trailer. Und dann sieht das Ganze wie folgt aus. Das ganze Game ist entwickelt, ja, hier seht ihr CR7, der ist ja selber mit 40 Millionen Budget auch reingegangen in die Entwicklung. Ansonsten auf ganz chillig, ja, mit der Unreal Engine. Das sieht alles mittlerweile wirklich nicht schlecht aus, aber wie gesagt, ihr dürft niemals 1:1 ein Spiel wie FC24 erwarten. Denn hier wird ein anderer Ansatz verfolgt, die entwickeln eine Alternative und mein Vergleich, den mir damit jetzt spontan einfällt, wäre so ein bisschen, stellt euch einfach vor, ihr fahrt die ganze Zeit Fahrrad und euer Fahrrad kennt ihr in- und auswendig, weil ihr fahrt das Ding seit 10 Jahren. Ihr wisst wirklich, wie man durch dick und dünn geht. Ihr hasst das Fahrrad manchmal auch ein bisschen, aber eigentlich liebt ihr es, weil ihr wisst alles in- und auswendig. Ihr wisst, wie die Schaltung funktioniert, wie du darauf perfekt sitzt. Du findest den Lenker geil. Oh, geiler Lenker. Aber dann kommt ein Kumpel an und sagt, hey, guck mal, Kumpel, hier, neues Fahrrad. Probier mal aus. Komm, setz dich rauf. Gönn dir eine Runde. Und dann setzt du dich rauf und denkst erstmal so, fuck, was ist das hier? Was passiert hier? Das fühlt sich alles anders an, das fühlt sich alles verkehrt an. Ja, sitzt da ein bisschen unbequem drauf, Lenker fühlt sich anders an, Schaltung ein bisschen hakeliger. Aber das alles, ja, um das jetzt mal bildlich zu sprechen, muss nichts Verkehrtes sein. Beziehungsweise, dass überhaupt eine Alternative kommt, ist so, so wichtig. Und eine Alternative, die von uns Feedback haben will. Du kannst sagen, was du am Fahrrad, was du am Spiel besser haben möchtest. Ja, dann nutzt die Möglichkeit und setzt ihr ein Ausrufezeichen. Deswegen sollte auch jeder von uns diese Beta spielen. Setzt ein Ausrufezeichen und zeigt damit allen voran auch EA, hey, da ist eine Alternative, wir haben da Bock drauf. Wenn ihr ein Scheißspiel macht, dann sind wir weg, dann gehen wir woanders hin. Und genau das ist das Wichtige an UFL und auf FIFA 2K. Dazu, wie gesagt, gleich nochmal ein bisschen mehr. Wo man dann anständig, ja, hoffentlich sich die Kirschen oder die Rosinen rauspicken kann, auf die man selber Bock hat, aber einfach natürlich auch alle voneinander von sich abschauen und EA endlich mal wieder durch die Konkurrenz unter Druck gesetzt wird, um dann ein besseres Spiel letztendlich abzuliefern. Wichtig, ihr habt hier einmal den Download-Link für die PlayStation 5 und für die Xbox Series S oder X. Das Ganze haue ich euch auch einmal in die Beschreibung und in die Kommentare. Ich konnte es gerade bei mir über die Library nicht hinzufügen. Ich habe immer eine Fehlermeldung bekommen. Ich konnte es jetzt über die Konsole starten. Ich zeige euch das einmal ganz kurz. Download 5%, hier geht's ab wie Schmitz Katze. Sehr geil. So, das heißt, bevor wir in die FIFA oder ja, in die FIFA 2K-Dinger hüpfen, schaue ich nochmal hier ganz kurz rein. Und zwar bin ich in den Store gegangen. So, ich mach das einmal ganz kurz. Bin ich hier in den Store gegangen, auf Suchen, hab hier UFL eingegeben. Und dann hat er mir das Spiel zur Wishlist erstmal nur vorgeschlagen. Dann kannst du hier aber auf die 3 Punkte gehen und da konnte ich dann die Beta auswählen. Und dann bin ich auf die Beta gegangen, stand oben UFL Beta, bin raufgegangen und dann hat er mich hier auf den neuen Tab geschmissen, hier konnte ich den Download starten und wie gesagt, hier startet jetzt gerade der Download, dauert alles noch ein bisschen, keine Ahnung, warum hier gerade die Connection so kacke ist. Oh, weil es über mein WLAN geht. Ja, ich habe meinen LAN-Kabel hier gerade nicht angeschlossen. Also, so könnt ihr das Ding runterladen, wie es auf der Konsole funktioniert, I don't know, also auf der Xbox. Und alternativ könnt ihr es, wie gesagt, vielleicht auch hinzufügen, indem ihr das Ganze einfach so macht, wie hier über die Library, über den Link. Bei mir ging es nicht, ich habe immer eine Fehlermeldung bekommen. So. Nun, na, wichtig, wir halten fest, lad dir das Ding runter, teste das Ding am Wochenende, gib Feedback, gerne bei mir im Stream, ich kann das auch gerne sammeln und an die weiterleiten, ich stehe mit denen auch ein bisschen in Kontakt, andere Content Creator ja ebenfalls, weil man möchte ja nur das Bestmögliche für das Spiel, ich will, dass sie einfach so gut an den Start gehen wie nur möglich, ja, damit das ein Knall ist, damit sich EA denkt, oh scheiße, wir hätten dieses Mal ein bisschen mehr Zeit ins Menü stecken sollen, etc., etc. Dementsprechend werde ich das Ganze auch auf Twitch fleißig streamen, aber auch auf YouTube, da könnt ihr dann gerne vorbeischauen und eure Meinung abgeben, dann können wir dann gemeinsam reinschauen und uns gerne austauschen. Weiter austauschen können wir uns jetzt ebenfalls noch über FIFA 2K. Und hier muss man Folgendes festhalten. Es gibt jetzt momentan Ernüchterung. Also zwei Dinge, die momentan ein bisschen bekannter sind. Sie wollen scheinbar dieses Jahr auch an den Start gehen. Ich glaube da immer noch nicht so ganz dran, aber angeblich FIFA 2K25 soll der Slogan sein, ja, Official License Product, in die Richtung, in die man gehen will.
Und ja, wie wir hier jetzt schon sehen, sind drei große Ligen nicht namenstechnisch am Start, was die League-Namen angeht und das Branding. Das ist die Premier League, die Bundesliga und La Liga. Und ja, hands down, das ist scheiße. Die Rechte liegen exklusiv bei EA, daran kann man nichts ändern. Aber wichtig, wichtig, es sind Generic League Names and Branding for Premier League, Bundesliga, La Liga. Das heißt, hier geht es rein um die Liga, um das Logo und einfach um den Liganamen. Hier geht es erstmal per se nicht um Teams. Und selbst wenn Teams keine korrekten Namen haben, bleibt dabei für Ultimate Team, siehe jetzt zum Beispiel aktuell auch in der Serie A, da sind ja auch ein, zwei Mannschaften dabei, die in FIFA bzw. in EAFC 24 nicht den korrekten Namen haben, ist mir das per se für Ultimate Team völlig egal. Weil, warum ist mir das für völlig egal für Ultimate Team? Solange die richtigen Spielergesichter da sind und die Spielernamen, ist alles in Ordnung und dann bin ich letztendlich glücklich. Und das ist hier trotzdem möglich. Ja, muss man gucken, wie das Ganze dann wirklich auf den Markt kommt, wie sich das alles entwickelt, aber schreibt es nicht komplett ab, es ist definitiv möglich. Wofür das Ganze natürlich ein Downer ist, ist denn für den Karrieremodus beispielsweise oder den Modus, den es dann auch immer gibt. Dass wenn du halt natürlich nicht Manchester City gegen Manchester United hast, auch das ist per se immer noch möglich, aber wird jetzt ein bisschen schwieriger, und es ist Manchester Blue gegen Manchester Red und die natürlich auch generische Trikots haben, ist das Ganze ein bisschen ärgerlich, aber auch selbst da würde ich sagen, kann ich mir vorstellen, dass es irgendwann modbar ist, Punkt 1, Punkt 2, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass auch hier wieder, solange die Spielernamen da sind und die Spielergesichter, kann man sich daran gewöhnen. Aber ansonsten ist das natürlich ärgerlich. Das ist aber nun mal ein Wettbewerb, wo jeder nun mal mit dreckigen Waffen kämpft. Einfach natürlich EA. Es geht um Lizenzen. Die werden Unsummen für die Lizenzen gezahlt haben. Die haben sich nicht grundlos so aufgestellt, wie sie sich aufgestellt haben, dass sie eben das Geld, die eine Milliarde oder was das da war, nicht mehr an die FIFA gezahlt haben, sondern an die jeweiligen Ligen. Die Zusammenarbeit, der Einstieg in der Liga, dann wieder Zusammenarbeit mit Premier League, Bundesliga, das kommt alles nicht von irgendwo her. Dann gibt es immer noch Konami, die ja auch mit E-Soccer ihren eigenen Kaffee, sage ich mal, malen. Also da kommen wirklich viele Dinge letztendlich zueinander. Also, lange Rede, kurzer Sinn, schreibt FIFA 2K25 nicht ab. Ich hoffe, dass sie da auch eine Beta bringen, aber ich bin ehrlich, ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ansonsten, die Infos sind weiter noch dazu, die darüber hinaus noch bekannt sind, dass sie probieren auch wirklich diesen Parkmodus und alles drum und dran, also das ganze Know-how, was sie gesammelt haben aus NBA, wirklich in den Fußballkosmos zu integrieren und dementsprechend auch in FIFA 2K25 zu implementieren. Ich bin sehr gespannt, wie das aussehen wird. Ich bin sehr gespannt, was auf uns zukommt. Aber ich bin ehrlich, mein Bauchgefühl sagt mir, dass unsere größere Hoffnung einfach UFL ist. Dementsprechend, ladet euch die Beta runter, testet die am Wochenende, kommt in den Stream, wir tauschen uns aus und dann werden wir hoffentlich, wenn es an den Start geht, ein solides, rundes Spiel haben, was man ebenfalls alternativ zocken kann, was im besten Fall auch Probleme hat, natürlich, keine Frage, aber eine ganz andere Richtung geht als eben FC 24 bzw. 25 und dann auch mit einer Basis, die sich von da aus immer weiterentwickelt. Nichts mit jährlicher Rhythmus und dann kommt ein großes Update und dann machen wir irgendwas. Sondern das ist ja ein Free-to-Play-Spiel, welches sich kontinuierlich weiterentwickelt. Und das ist so wichtig, um eben auch langfristig das Spielerlebnis wirklich zu verbessern, damit wir nicht wie in FC 24 ein Jahr mit so einem Gurkenmenü rumeiern. Einfach aus einem relativ simplen Grund, weil das fixen wir zu FC 25. Yay, haltet die Schnauze, hier kommt die Konkurrenz. Ihr habt ihren Platz verdient und wir werden uns das gemeinsam anschauen. Also, ich bin raus. Bis dann. Peace, peace. See ya.